Nächste Woche Donnerstag am 5. August ist DC endlich zurück mit The Suicide Squad. In diesem Video beantworte ich die Frage, wer die Suicide Squad überhaupt ist. Ich gehe auf alle Mitglieder der Suicide Squad, die in diesem Film auftauchen werden. Und ja, das sind 17 Stück. Ich rede über die Comic-Hintergründe, was für eine Rolle sie im Film spielen werden. Und mit diesem Video versteht ihr alle diese neuen Figuren viel, viel besser. Das alles also in diesem Video. Legen wir direkt los. Als erstes ganz allgemein, was ist die Suicide Squad? Die Suicide Squad oder auch genannt Task Force X ist ein Team zusammengestellt von der Regierung, bestehend aus Kriminellen oder Superschurken. Sie müssen unter Auftrag der Regierung geheime Missionen erledigen, die die normale Regierung oder auch im Idealfall Superhelden nicht erledigen können. Und wenn sie den Job erledigen und auf ihre Beauftragten hören, dann bekommen sie 10 Jahre von ihrer Gefängnishaft abgezogen. Aber wenn sie nicht kooperieren, dann wird eine kleine Bombe in ihrem Schädel aktiviert und sie sterben, denn alle Mitglieder der Suicide Squad bekommen eine kleine Bombe, so eine Art Mini-Granate in ihrem Schädel wortwörtlich implantiert und deswegen sind sie wirklich Teil der Regierung und wenn sie nicht kooperieren, wenn sie nicht ihre Mission und ihren Job erledigen, wird diese kleine Granate aktiviert und sie werden sterben und ihre Köpfe explodieren wortwörtlich. Etwas, was sie in diesem Film 100%ig sehen werden. Also ist das ganz allgemein die Suicide Squad und wie sie funktioniert. Aber jetzt kommen wir zu den Charakteren und da gibt es 17 Stück. Zu manchen Charakteren wissen wir vieles, zu manchen wissen wir nichts. Also es gibt so ganz allgemein die Überblicke über alle Mitglieder der Suicide Squads. Legen wir also direkt los mit Amanda Waller, gespielt von der grandiosen Viola Davis. Sie kehrt aus dem ersten Film zurück und sie ist die Chefin der Suicide Squad. Sie ist ernst, sie ist skrupellos und sie leitet das Team von der geheimen Base. Sie rekrutiert die einzelnen Mitglieder und entscheidet, auf was für Mission dieses Team geschickt wird. Und sie hat überhaupt kein Problem damit, andere Leute im Team umzubringen. Und wenn jemand seinen Job nicht erfüllt, wird er mit einem Knopfdruck direkt umgebracht. Alles das Amanda Waller. Dann können wir gerne weitermachen mit Rick Flagg, gespielt von Joel Kinnaman. Er ist Offizier und auch Anführer der Suicide Squad auf dem Feld selbst. Amanda Waller ist immer so hinter dem Monitor in Amerika und schaut immer zu und gibt Befehle. Und Rick Flagg ist auf den Missionen selbst als Soldat dabei und er ist der Anführer dieses Teams. Er kann auch etwas ernster sein, da er auch die rechte Hand von Amanda Waller ist, aber er kann auch sehr humorvoll und auch irgendwie empathisch sein. Etwas, was wir in diesem Film definitiv sehen werden. Dann kommen wir auch zu Harley Quinn, gespielt von der ikonischen Margot Robbie. In meinen Augen einer der besten Charaktere im DC-Filmuniversum. Wirklich eine grandiose Entscheidung. Das ist das dritte Mal, dass wir Harley jetzt im DCEU sehen. Nach dem ersten Suicide Squad Film, nach ihrem eigenen Film Birds of Prey und jetzt auch in The Suicide Squad. Und in diesem Film hat Harley Quinn eine neue Phase ihres Lebens. Sie ist nicht mehr festgebunden an Mr. J, also an dem Joker. Und sie kann machen, was sie will. Aber zu Harleys Geschichte kommen wir dann endgültig auch im Film. Denn da gibt es laut dem Regisseur James Gunn auch einiges zu sehen. Dann kommen wir zu Captain Boomerang, gespielt von Jai Courtney. Und Captain Boomerang, aka George Digger Harkness, war früher ein Dieb, interessiert an Gold und Diamanten hauptsächlich. Und er besitzt unfassbar viele und auch sehr vielfältige Boomerangs. Ja, deswegen heißt er auch Captain Boomerang. Und mit diesen Boomerangs oder Boomerangs, keine Ahnung, wie ich es aussprechen soll, kann er sehr viel machen. Denn manche Boomerangs können explodieren, manche Boomerangs können dich vergiften oder vergasen und manche Boomerangs fliegen einfach nicht mehr zurück und sie können Gegner aus einer langen Distanz perfekt treffen. Auf jeden Fall ein sehr kreativer Charakter, den wir auch im ersten Film gesehen haben. Das sind also die ersten vier Figuren, die aus dem allerersten Suicide Squad 2016 zurückkehren werden. Und jetzt kommen wir zu den neuen Charakteren und da gibt es einige. Legen wir mal direkt los mit Bloodsport, gespielt von Idris Elba. Er heißt mit echtem Namen Robert Dubois und er hat Superman mit einer Kryptonitkugel erschossen und tödlich verwundet. Es war genauso in den Comics und im zweiten Trailer zum Film, welcher irgendwann mal im Hintergrund laufen wird, wurde das auch so gesagt. Also es ist auch im Film so passiert. Und
und er ist auch einer der Anführer der Suicide Squad, was einfach zeigt, wie dysfunktionell diese Gruppe überhaupt ist. Es gibt in diesem Team allein 3-4 verschiedene Anführer, die die ganze Zeit drüber streiten, wer das Team überhaupt leiten soll, was definitiv für eine sehr witzige Chemie in diesem Film sorgen wird. Und ansonsten ist Bloodsport ein sehr gefährlicher Assassine mit unfassbar vielen Hightech-Waffen, die wir auch im Trailer gesehen haben, die auch richtig cool aussehen. Dann kommen wir zu Polka Dot Man, gespielt von David Desmalchian. Und Polka Dot Man heißt mit echtem Namen Abner Krill. Und er entwickelte in den Comics einen Anzug, befleckt mit Polka Dots. Diese farbigen Muster, diese farbigen Punktmuster nennt man im Englisch Polka Dots. Und deswegen heißt der Typ auch Polka Dot Man. Und er kann tatsächlich diese farbigen Punkte, er kann also diese Polka Dots von seinem Anzug loslösen und abfeuern. Und dann kann er diese Polka-Dots zu allem Möglichen verwandeln, was es wirklich gibt. Er kann diese Polka-Dots zu Waffen machen, wie Mini-Granaten oder auch andere Formen von Waffen oder auch Autos und andere Vehikel herstellen. Etwas sehr Kreatives und Witziges, was wir in diesem Film sehen werden. Auf Polka-Dot-Man bin ich persönlich echt unter anderem am meisten gespannt. Dann kommen wir auch zu einer richtig geilen Figur, und zwar der Peacemaker, gespielt von the one and only John Cena. Peacemaker hieß in den Comics Christopher Smith und er ist, in den Worten von John Cena selbst, ein dummer Captain America. Er glaubt an Frieden und Freiheit, aber er würde alles dafür tun, egal wie viele Leute er dafür umbringen muss. Der Typ ist ein wortwörtlicher Psychopath, er hat Kinder umgebracht, Tiere, auch normale Menschen, einfach nur für Frieden und Freiheit. Und deswegen ist er wirklich ein Psychopath, der an Frieden glaubt. Und das ist auf jeden Fall der Peacemaker. Und er ist anscheinend so gut angekommen, dass er nächstes Jahr im Januar auf HBO Max seine eigene Serie bekommen wird, die auch von James Gunn gedreht wurde. Und dort werden wir John Cena in seiner eigenen Serie Peacemaker sehen. Und auf ihn bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Er wird witzig, er wird geile Action haben und auf jeden Fall sehr, sehr dumm, was auf jeden Fall für sehr viel Humor in diesem Film sorgen wird. Dann kommen wir zu Savant, gespielt von Michael Rooker. Das ist Yondu Udonta aus den Guardians of the Galaxy Filmen und er heißt mit echtem Namen Brian Dirlin und er ist ein Genie. Er kann mit Technologie alles machen und er hat auch in den Comics ein schreckliches Kurzzeitgedächtnis aufgrund von einer Gehirnkrankheit, was auch sehr witzig sein kann. Und wie schon gesagt, er ist ein Genie. Er kann mit Technologie unfassbar gut umgehen und er kann überall auf der Welt Technologie fernsteuern, überall sich einhacken und so weiter und so fort. Er ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Charakter in diesem Team. Dann kommen wir zu Javelin, gespielt von Flula Borg. Und er war früher in den Comics ein olympischer Speerwerfer und jetzt ist er kriminell geworden und er nutzt seine Speere, um Leute umzubringen. Das Design ist geil, der Schauspieler ist mega sympathisch, wenn ihr euch mal die Interviews anguckt. Also ich mag den Schauspieler auch sehr und ich glaube, er wird ein sehr witziger Charakter für diesen Film. Und ich persönlich glaube, dass Javelin einer der ersten sein wird, die sterben werden. Denn James Gunn, der Regisseur, hat selbst gesagt, don't get too attached. Also bindet euch nicht fest dran an die Charakter, denn über 60-70% von diesen Charakteren werden wirklich alle in diesem Film auf brutalste Art und Weise sterben und darauf bin ich wirklich, wirklich gespannt drauf. Dann kommen wir zu Ratcatcher 2, gespielt von Daniela Melchior und sie ist höchstwahrscheinlich die Tochter vom allerersten Ratcatcher, denn in den Comics gab es nie einen Ratcatcher 2. Es gab nur einen originalen Ratcatcher und deswegen nehme ich mal an, dass der Ratcatcher 2 aus diesem Film irgendwie die Tochter von dem originalen Ratcatcher war. Und wie der Name schon sagt, ihre Kräfte haben mit Ratten zu tun, denn Ratcatcher 2 kann mit Ratten kommunizieren und sie sehr vielfältig nutzen, was in diesem Film definitiv sehr kreativ umgesetzt wurde, laut der Presse, aber auch laut verschiedenen Szenen in den Trailern. Also bin ich auf jeden Fall auch sehr auf Ratcatcher 2 gespannt. Dann kommen wir zum Tinker, gespielt von Dr. Huster, Peter Capaldi, und er ist wirklich ein göttliches Genie. Ich weiß, ich habe schon gesagt, dass Savant ein Genie ist, aber dieser Typ ist übermenschlich krass. Der Tinker hat in den Comics auch eine Art Denkerkappe, womit er seine kognitiven Fähigkeiten, also seine Gehirnleistung, über das Menschliche hinaus verbessern kann. Und in diesem Film hat er ein sehr comic-akkurates Design mit so kleinen Metallstäbchen auf seinem Kopf, was richtig gut umgesetzt wurde. Und sie haben im Endeffekt auch dieselbe Funktion. Er kann diese Stäbchen ein bisschen umprogrammieren, irgendwie neu anlegen, sag ich mal. Und deswegen kann er auch damit seine Gehirnleistung
definitiv verbessern. Wird also auch sehr spannend zu sehen sein. Und für alle Leute, die die Flash-Serie auf Amazon Prime kennen, die haben auch den Tinker in Staffel 4 gesehen, by the way. Und dann machen wir weiter mit Mongul. Und sie wird gespielt von Mei Ling Nguyen. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, also wirklich. Und Mongul ist eine Alien-Prinzessin und in den Comics auch eine Superman-Schurkin, die jetzt nicht so spektakulär war. Sie will mit ihrer Rasse die Erde erobern und deswegen hat sie auch sehr viele Menschen auf diesem Planeten umgebracht. Aber mehr zu ihr wissen wir wirklich auch nicht, da gibt es auch mehr Informationen im Film. Und ein Charakter, wozu wir auch nichts wissen, ist Blackguard, gespielt von Pete Davidson. Er konnte in den Comics zumindest einige Waffen und Schilder aus purer Energie erschaffen und er war früher ein Söldner. Aber mehr wissen wir auch nicht, deswegen mehr Informationen zu Mongul und zu Blackguard gibt es dann auch schlussendlich im Film selbst. Und dann kommen wir zu einer sehr mysteriösen Figur, und zwar Sol Soria, gespielt von Alice Braga. Und zu ihr wissen wir eigentlich auch kaum etwas. Es gab in den Comics einen Juan Sol Soria, also einen Mann, aber ich glaube, der Charakter wurde jetzt im DC-Universum einfach als Frau umgeändert. Und laut Trailern und Bildern würde ich sagen, dass sie aussieht wie eine Söldnerin, die für The Suicide Squad arbeitet. Aber mehr zu ihr kann wirklich keiner sagen. Da gibt es auch mehr Informationen im Film selbst. Und dann machen wir ganz schnell weiter mit einer Figur, auf die ich wirklich sehr gespannt bin. Und zwar TDK, gespielt von Nathan Fillion. Und TDK, also TDK, steht für The Detachable Kid und er hieß in den Comics Arm Fallout Boy, also wurde dieser alte Charakter einfach neu erfunden. Und TDK, also The Detachable Kid, kann wortwörtlich seine Arme von seinem Körper trennen. Und nein, das ist kein Witz. Ich zeige euch mal ein Bild aus einem der offiziellen Trailern. Er kann seine Arme von seinem Körper wortwörtlich weglösen oder einfach abbrechen. Und dann kann er seine Arme fernsteuern, in die Luft fliegen und schweben lassen und machen, was er will. Ein unfassbar geiler Charakter. Ich glaube, er wird auch sehr früh sterben. Aber ich sag's jetzt schon, er wird definitiv sehr, sehr witzig in diesem Film. Und ein anderer Charakter, der in diesem Film unfassbar witzig, aber auch richtig ekelhaft sein wird, ist Weasel, gespielt von der Regisseur James Gunns Bruder, Sean Gunn. Und Weasel ist einfach ekelhaft, er ist brutal, er ist komisch und er passt perfekt zu diesem verstörenden Film. In den Comics hat er eine sehr lange und komische Geschichte, aber ich glaube, im Film The Suicide Squad selbst wird seine Geschichte etwas umgeändert, denn im Film, laut verschiedenen Trailern, hat Weasel 27 Kinder umgebracht und er ist eine Art Halbmensch, Halbwieselwesen. Also ein Wiesel, was so wie ein Mensch laufen kann. Vielleicht kann es auch so wie ein Mensch denken, aber es sieht einfach ekelhaft aus und es wird unfassbar witzig, Weasel auch in diesem Film zu sehen und darauf freue ich mich echt. Und Weasel ist nicht das einzige Tier in The Suicide Squad, denn da kommen wir auch zur letzten Figur und das ist The King himself. Ladies and Gentlemen, Sylvester Stallone spricht die Rolle von King Shark. King Shark heißt in den Comics offiziell Nanaue und er ist der King, er ist der König der Haie. Und er ist ein humanoider Hai, das heißt, er kann als Hai auf dem Land leben, er hat zwei Beine, er kann reden und auch wie ein Mensch denken. Aber er ist jetzt auch nicht der Allerschlauste. Er mag es, Menschen zu fressen. Etwas, was wir auch in diesem Film sehr geil sehen werden. Und außerdem ist er sehr stark, übermenschlich robust und definitiv ein sehr, sehr witziger Charakter in diesem Film. Ich freue mich wahnsinnig auf King Shark unter anderem. Also wirklich, unter anderem freue ich mich am meisten auf diesen Charakter. Denn er wird wirklich als Fan-Favorite auch von der Presse bezeichnet. Und mein Gott, ist das ein geiles Line-Up für The Suicide Squad. Ihr seht schon, es gibt einige Charaktere zu besprechen und ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auf welchen Charakter ihr euch am meisten in diesem Film freut. Das war's also mit diesem Video. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um die nächsten Videos rund um The Suicide Squad nicht mehr zu verpassen, denn da wird es auch einige geben, unter anderem auch ein Video morgen. Also bleibt gespannt drauf. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Superlogi. Und ciao.